Moritz, du bist jetzt heute hier bei uns. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Für die Einladung. Du bist Intensivpfleger. Seit wann machst du diesen Job? Ich habe mein Examen angefangen 2011. 14 bin ich dann fertig geworden. Ja. Intensivkrankenpflege mache ich jetzt seit einem bisschen mehr als einem Jahr. Bin seit jetzt November 19 habe ich an der Charité angefangen. Ja. Davor war ich in Intensivüberwachung. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber ja. Das heißt, du bist quasi mit dem Start der Pandemie quasi Intensivpfleger geworden, ja? Kann man so sagen? Kurz davor, ja. Was musst du dort tun? Was sind deine Aufgaben? Also das hängt ein bisschen mit der Schicht zusammen. Wir arbeiten in einem Dreischichtsystem. Ja. Im Frühdienst sind ist viel Körperpflege natürlich da drin. Dann mittags und nachmittags sind viele CT-Fahrten, alles, was an Diagnostik so anfällt. Nachts ist dann noch viel drumherum mit administrativen Aufgaben, ja. Also Apothekenbestellung und alles. Es ist ein vielseitiger Bereich von Medikamenten, Überwachung, Vitalzeichenkontrolle und alles. Da ist viel mit drin. Haben sich die Arbeitsbedingungen für euch und die Arbeitsbelastung, haben die sich mit Corona, mit der Pandemie verändert, verschoben? Ja, definitiv. Verändert in verschiedene Richtungen teilweise. Durch die Neueröffnung vom Campus Mitte hier an der Charité, ja. Die ja Intensivbetten betreut haben und neu aufgemacht haben, sind viele unserer Kollegen abgezogen worden in diese Bereiche. Ja. Dafür haben wir Kollegen von der Normalstation bekommen, also nicht Intensivstation. Die mussten dann erst geschult werden, vermutlich auch, oder? Die uns unterstützen, genau, die eben auch erstmal Einarbeitung gebraucht haben. Der Vorteil war, viele von denen haben sich entschieden zu bleiben bei uns und die Kollegen, die nach der Pandemie oder jetzt auch im Abflachen im Moment wieder zurückkommen, sind jetzt quasi ergänzend da. Das heißt, die Situation hat sich erstmal deutlich verschlechtert, auf meiner Station speziell dann aber im Gesamten doch jetzt gerade wieder ein bisschen entspannt. Okay, ist das eine volle Stelle, die du machst? Bitte? Ist das eine volle Stelle, die du machst? Ja. Wie viele Wochen Arbeitsstunden kommst du da? 39,5. Okay. Und wenn du jetzt sagst, die Belastungen haben eher zugenommen, was müsste aus deiner Sicht sich ändern, damit die Arbeitsbelastungen und Arbeitsbedingungen besser werden, beziehungsweise die Belastungen weniger werden? Was wären da die Hebel eigentlich aus eurer Sicht als Arbeitnehmer? Also als allererstes bräuchten wir natürlich mehr Personal. Ja. Wir haben eine klare Verdichtung der Fälle. Wir haben immer schwer krankere Patienten, die immer mehr Begleiterscheinungen auch mitbringen und deswegen auch deutlich komplexer sind. Trotzdem wird es nicht mehr Personal, das bleibt gleich. Ja. Das ist natürlich einfach am einfachsten zu bewerkstelligen, indem man den Beruf attraktiver macht durch bessere Bezahlung. Ja. Und dann halt im nächsten Schritt, wenn mehr Personal da ist, dann ist es natürlich auch die Verdichtung weniger und wir haben natürlich ein besseres Arbeitsfeld, sodass auch mehr Leute wieder in die Pflege gehen würden, glaube ich. Ja. Seid ihr vor Ort, seid ihr organisiert? Gibt es so ein bisschen sowas wie, ich sag mal, eine Widerständigkeit oder Protest oder dass auch Dinge, Forderungen erhoben werden gegenüber der Leitung der Charité zum Beispiel und so eine Geschichten? Also passiert da was? Es gibt ja Personalrat, es gibt Betriebsräte in den Kliniken und gewerkschaftliche Aktivitäten natürlich auch. Da haben wir ja letztes Jahr erst eine Erhöhung von den Tarifverträgen im öffentlichen Dienst erwirkt, gegen ordentlichen Widerstand tatsächlich. Also da war wirklich viel Gegenwind. Trotzdem haben wir es geschafft, da doch noch was gut rauszuholen. Das ist natürlich nur der Anfang und da muss noch deutlich mehr kommen. Aber Charité war auch so ein bisschen, oder die Beschäftigten der Charité waren auch so ein bisschen eine Vorreiterin in dieser Geschichte, oder? Dass sozusagen ihr da so ein bisschen vorgelegt habt quasi in den Forderungen und andere ziehen nach, sozusagen ahmen euch danach, kann man das so sagen? Ja, das ist natürlich aus einer Uniklinik ein bisschen einfacher, weil das so ein großes Kollegium ist. Ja. Wenn man jetzt in einer kleinen Klinik mit 100 Betten oder sowas oder noch weniger ist, dann ist es natürlich schwierig, da eine große Masse aufzubauen. Ja. Man muss ja während des Streiks auch noch den Betrieb auf Intensivstationen, Notfallambulanz und so weiter am Laufen halten, weil es darf ja natürlich kein Patient da wirklich drunter leiden. Deswegen, wenn man da schon mehr Personal hat, dann kann man natürlich auch mehr auf die Straße bringen. Ja. War die Charité, glaube ich, relativ vorne dabei. Sehr schön. Dann, die Regie sagt schon, wir müssen weitergehen zum Tagespräsidium. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Das Thema Pflege, Pflegenotstand spielt bei der Linken eine große Rolle. Wir haben Petitionen gestartet, sind dazu politisch weiterhin aktiv. Und ich übergebe jetzt nochmal schnell an die Tagesleitung. Bitte schön.